Los. Und wir sind wieder am Start mit Let's Play Tropico in der kalten Karibik aus der warmen Republik. In der kalten, genau. Wo bist denn du? Ja, bei mir fällt hier die erste Schneeflocke. Meine Schneeflocke. Oh, ist das schön. Ist das schön. Und ich will endlich Arbeiter haben, ja. Elende Sauzucht. Ich möchte gerne was exportieren, damit ich wieder Geld habe. Meine Botschaft wird fertig. Ja, ich baue jetzt auch meine Botschaft. Meine erste. Ich glaube, man kann zwei bauen, um tatsächlich die Alliierten und die Achsenmächte einzuladen. Ich lade jetzt tatsächlich auch erstmal die Achsenmächte ein, um meine Stimmung zu denen zu verbessern, bevor die auf die Idee kommen, hier zu invasieren. Das finde ich nicht gut. Die Revolution an sich ist schon Belohnung genug. Doch ja. Auch gerne ihre Punkte. Wie hier alles schön brummt. Wie ein Schweizer Uhrwerk. Schweizer? Schweizer. Sie ein beliebiges Kraftwerk. Nukula. Das Wort heißt? Nukula. Ich würde ja dann gerne noch eine Unität bauen, wenn ich ehrlich bin. Damit die Leute stultifizieren können? Richtig. Das ist eine gute Idee. Denke auch. Kannst dann aber erstmal eine Highschool bauen. Eine Highschool, ah, baue ich doch schon. Also hat er schon wieder gebaut, weißt du? Hat er schon wieder. Heizt aber eher so ein Flugzeugträger. Ja, ist no. Jetzt aus nicht definierten Gründen im Zweiten Weltkrieg aber noch nicht möglich. Presidente. Das gab's da dort noch gar nie. was haben wir denn hier? Totalitärer Staat, Polizeistaat oder Polizeistaat, denke ich. Das andere konnte ich nie aussprechen. Arbeit für alle. Glückliche Kindheit, Arbeiterparadies, so ein niedriges Rentenalter, na weiß ja nicht. Also ich werde die Alliierten einladen, weil mit dem bin ich am wärmsten. Naja, bloß das ist eben genau der Punkt, ne? Weil die dich dann nicht mögen, sind die ersten, die bei dir auf der Insel antanzen. Du hattest das schon, denk dran. Naja, aber ich habe ja andererseits, bin ich ganz gut ausgerüstet aktuell. Ich habe zwei Kasernen, zwei Forts, meine Elite-Truppe und ich will dann noch die erste Panzerunterbringung bauen. Ich meine, du hast schon recht, das stimmt schon. Ich werde trotzdem die Alliierten mal einladen. Ich meine halt bloß, kannst das machen, wie du willst. Ich will das ja nie ausreden oder so. Verbieten schon gar nicht. Verbieten? Weil wir sind ja hier freiheitlich demokratisch ausgerichtete Diktatoren. Grundordnung. So, wir möchten hier bitte nur exportieren. Franz Ferdinand reist nach Serbien. Alle möchte gern Attentäter müssen ihn erwischen, solange er dort ist. Ist so lustig. Denn hier? Wer hat verrückt? Ach, das sind wohl Arbeitslose. Sogenannte Arbeitslose. Die schon wieder. Hätte es früher nie gegeben. Das Wahlergebnis ist da. Und ich habe eine Panzerkampftruppe zur Verfügung. Genau das ist es, was ich haben möchte. Ich verstärke erstmal meine Infanterie. Das habe ich alles schon gemacht. Nee, das ist ein bisschen zu. Das dort hinten will ich das nie haben. So. Könnte ich jetzt theoretisch dann, jetzt wo ich gerade mal Geld habe, noch eine zweite Botschaft bauen? Könnte ich tatsächlich. Sieht aber genauso aus, ist langweilig. So. Sieht genauso aus, ist langweilig. Mach ich nie. Ist ja, doof. Genau, das ist voll doof, ey. Wir bauen eine weitere Kaserne. Natürlich ist hier ein Hügel und auf einem Hügel kann man nichts bauen. Sir, ich habe gute Neuigkeiten. Eis messerscharf kombiniert, Watson.
Weil ich es gebaut habe. Ein kostenloses Gebäude aus der Kategorie Wirtschaft und Auslandsbeziehungen. Bank oder so. Echt? Was? Nix. Ich errichte jetzt das Zollamt. So, Krankenhaustrakt und Neugeborenentrakt. Der eigentliche Clou daran ist, dass ich ja das Zollamt noch nicht einmal erforscht habe. Ich will aber eigentlich gar keine Mietskasernen bauen. Dann baust du eben keine Mietskasernen, wo ist das Problem? Ich habe gerade einen Auftrag bekommen von den Kommunisten. Erhöht die Angriffsstärke. Oh, ich habe eine ausländische Invasion. Von den Achsenmächten. Das ist natürlich jetzt schneller als erwartet gewesen. Wo hast du denn? Ich sehe sie nicht. Dann ist das nur die Warnung gewesen, dass sie demnächst kommt. Ja, super. Los, die Panzertruppen hier oben fertig bauen! Sofort baue ich deine Qual der Wahl. Naja, ich kann gerade nicht, ich habe gerade kein Geld dafür, aber gleich werde ich sammeln. Achso, ja, ist ja gut. Das hat der Tag gerettet. Da hoffen wir es mal. Wieso exportiere ich ihn hier nicht? Man weiß es halt nicht. It's magic. Aha. Das Bild chaotisch hier im Hafen. Oh, 324 Leute habe ich jetzt hier an meiner Insel. Schon ganz flockig. Oh nein, ich habe schon wieder Rebellen. Ey. Was machst denn du, Egger? Hast du schon mal überlegt, vielleicht nicht mehr an deinem Volk vorbei zu regieren? Das ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Also wenn ihr nur, das war die schwachsinnigste Idee, die ich in meinem gesamten Leben jemals gehört habe. Jetzt schön, warte mal, jetzt habe ich hier irgendwo, jetzt laufen meine Soldaten gerade irgendwo hin. Mir. Ja, aber wohin laufen die denn? Na, zu mir. Da, wo das Partei stattfindet. Kämpft gerade jemand? Ach so, zu euch. Okay, na, dann ist ja gut. Nicht dann ist zu euch, zu ihm. Ja. Verdammt viel dieses Mal. Es ist nach wie vor buggy, Straßen abzureißen. Ja, das ist sehr eigenartig. Buggy. Ich muss mal noch die Wiederaufrüstung für meine Holzfällerlager einführen, sonst habe ich ja bald ein Problem. Ja, da haben die erste Wiedereinheit schon wieder gut gemacht. Die Hunde, die elenden Hunde. Hast du denn deine Eliteeinheit zur Abwechslung wenigstens mal geupgradet? Er habt ihr nicht drauf? Ja, aber gegen vier Rebellentruppen mit Maschinengewehren. Krieg bleibt immer wieder gleich. Plus drei. Ja, einen hab ich auch gekillt. Deine Infanterie ist vorbei. Todesmutig, nicht schlecht. Schon mal 12 Mann eingesaut, noch bevor sie überhaupt den ersten Schuss abgegeben haben. Und dann lassen wir uns am besten hier aus den 3 Frontenkrieg draus machen. Jetzt aber hier. Wieso hast du so viele Rebellen? Wo kommen die denn her? Ja, na, aus meinen Mietkasernen. Der Junge hat höchstwahrscheinlich eine Zufriedenheit in seiner Stadt von so 10-20%. 25. Oh, das ist natürlich nicht gut. Das erklärt vielleicht einiges. Hast du schon mal eine Wahl gehabt? Ich glaube, nee, ne? Die habe ich erfolgreich unterdrückt. Hast ja du schon mal was für dein Volk gemacht? Na klar, ich baue Straßen. Okay, hier spricht der FDP-Politiker einfach aus dem Herzen. Ich habe genau. Und wann kommen eure Leute? Und warum stehen meine hier oben einfach nur so rum? Wie ein Stück Dreck. Ich hasse indirekte Steuerung. Ja, ich finde die indirekte Steuerung eigentlich gerade optimal, wenn das ehrlich ist. Meine Einheiten sagen, was sie zu tun haben und nicht einfach nur rumstehen. Wir kämpfen auf den Straßen und am Strand gegen euch. Ja, gut, dann kämpft ihr mal. Meine Jungs sind auch schon unterwegs. Schon. Die haben allerdings vor dem Marsch zu dir eine Reiserücktrittskostenversicherung abgeschlossen, weil ich glaube nicht, dass sie rechtzeitig da sind. Wie Präsidente? Wobei mein erster Infanterietrupp gerade an deinen Bergwerken vorbeiläuft, an den Kohleminen.
Naja, von möglicherweise ist ja vom Araskes auch hier das Zeug nicht allzu weit. Wo sind denn deine Panzertruppen? Weil du hast ja eigentlich eine Dings. Ja, ja, ist noch nicht fertig gebaut. Nee, nicht du, der Robotron. Ich hab. Der hat schon Panzer? Wie kann ich da Panzer sagen? Ne, hast du da unten ein Militärlager, das produziert eigentlich eine, oder stellt zur Verfügung eine Panzereinheit, aber die war wahrscheinlich noch nicht fertig ausgebildet, hä? Nicht wirklich, ne. Ja, das ist natürlich, erklärt natürlich einiges. Apropos, ich wollte meine Zeitung upgraden. Was ist denn jetzt hier? Die Zeitung macht einen Klönengewinn. Ich werde wahrscheinlich noch eine Zeitung bauen, wenn ich das so sehe. Verbünden Sie sich mit die Achsenmächte. Eine Putzileiwache, jawohl. Ich mindestens 80 Preise. Schade, ich habe den Stein hier eigentlich gemocht, aber jetzt muss er weg. Denn wir brauchen eine Putzilei. Genau, habe ich auch schon eine. Auch wegen der Feuerwehr, wegen dem Feuerwehr-Upgrade vor allen Dingen. Du, das Feuerwehr-Upgrade ist jetzt nicht so das Thema, mir geht's darum. Und da rennen sie schon wieder an den komischen Fatzen vorbei. Hier hinten ist die Freiheit nicht gerade sonderlich hoch. Da müsste ich theoretisch was tun. Andererseits... Was soll's? Hack ich halt Holz. Was soll's? Cheerio, alte Junge! Die Stimmung in den USA ist an einem... Ja, ich exportiere 10.000 Obst, damit ihr euren Schnaps draus brennen könnt. So, wie sieht's denn jetzt aus? Sind die Rebellionen schon vorbei? Sieht die bitte so aus? Glücklicherweise. Ist das Sägewerk abgeholt? Oh ne, ich habe das Sägewerk abgeholt. Ach, shit. Na gut. Nimm's dir nicht persönlich. Du hast alles versucht. Naja, ich kann sowieso gerade nicht spawnen. Ich brauche, glaube ich, vierspurige Straßen, wenn ich mir das so angucke. Noch ein Wunsch. Pina Colada, bitte. Ja, aber geschüttelt und nie gerührt. So, was brauche ich gleich nochmal für eine zweite Polizeiwache? Ich möchte ganz viel Polizei bei mir haben. 6.200. Ups. So was. Das Neue. Allerdings, war gestern noch nicht so. So, meine Soldaten kehren heim von nicht verrichteten Dingen. Wie gesagt, Reiserücktrittskostenversicherung. Wie groß ist die Polizei? Oh, ja, jetzt können wir ein bisschen Geld hier reinfließen, ey. Sieht gerade nicht so gut aus. Keine Angst, lange müsst ihr dir keine Gedanken mehr machen, dass da irgendwelches Geld irgendwo reinfließt. Ja, Export könnte ein bisschen, ich muss sagen, ich habe erst sehr spät angefangen, jetzt Verbesserungen auf meine Dings zu setzen. Auf meine Plantagen und so, das hat natürlich jetzt leider ineffizient gewirtschaftet. Ja, verstehe. Sie tun nur so, als würdest du das verstehen. Ja, nee, ich hab auch noch kaum welche, muss ich ehrlich zugeben. So, ihr beiden müsstet jetzt mal eben euer Wohnhaus leider hergeben. Zum Wohle des allmächtigen Gottimperators der Menschheit. Ich sehe, du hast Nachwuchs. Ach, so schwer eine Kirche bauen. Eine Kirche. Och, nee. Oh nee. Die Achsenmächte überweisen mir Geld. Super. Na, die müssen sie haben. Was denn Ihnen? Das sind jetzt schon wieder eine Rebellion. Ja. Ja, ich sehe es, meine Truppen sind nämlich gerade wieder zurückmarschiert. Sind gerade umgedreht auf der Stelle. Irgendwas läuft hier suboptimal. Sub. Ich kann niemanden schicken.
Das ist dumm, aber auch. Nee, ist alles cool. Nein, ich möchte die Prohibition nicht erlassen. Das kannst du mal schön dir an deine flettigen Haare schmieren. Junge. Ach, das kann mir der... Das könnt ihr mir der Alliierte dann auch von mir verlangen, oder? Ja. Weil du ganz gut Minuspunkte bei den sammelst, wenn du es nicht machst. Ich weiß. Präsidente. Die Militär. Ich hab ja nicht mal wieder Truppen. Da habe ich ein paar Panzer. Und können die was? Präsidente. Toll. Jetzt waren also schon ein Panzer wieder eingezahlt. So, den reichen wir zu. Wenn der einfach nur drüber fährt, der braucht er nicht. Wo sind deine Panzer schon? Oh, ich hab's gesehen. Da waren meine Panzer schon. Vor allem deine, ausgerechnet deine Industrieanlagen greifen sie an, ne? Ja. Mich wundert's echt, dass deine, du musst echt noch was für deine Leute machen. Ja, ich komm grad nicht über die 30%. Da müssen wir doch was tun. Genau, da gibt's bestimmt auch was von Ratiofarm. Dumme Hinweise. Machen wir mal Karneval. Aber Chef, der Mann kann kein Tropico spielen. Stehst du? Fies. Ich weiß. Toll, ich mach Karneval und mein Ansehen fällt noch weiter. Was machst du weil gut? Weil dadurch die Kriminalität aufsteigt. Aber guck mal, da kommt die Lila Troopers to the Rescue. Ich bin ja gespannt. Ja, und da stürzt mein... Die Rebellion ist vorbei. Kurz bevor Lila eingreifen konnte. Das ist makaber. Grün ist auch was da gewesen. Erstmal wird's kaputt gemacht und dann reden wir nochmal drüber. Ich hab vier Schiffe, ich könnte mal was handeln. Ach nö. So, jetzt wird hier alles niedergeknibbelt, dass bei 3 nicht auf dem Baum ist. Was? 3 Mädels hat die jetzt gezeugt? Ich werd verrückt. Nicht schlecht. Vor allem die hat... Deine Präsidentin hat 3 Mädels gezeugt. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, ja. Mhm. Ja, ja, die Frau zeugt nämlich das Kind. Ja. Alles klar. Erzähl uns, erklär... Das wäre jetzt wieder ein Fall für Knost erklärt die Welt. Richtig. Und der kann das. Ja, der könnte uns das jetzt näher bringen, wie genau das eigentlich funktioniert mit den Kindern. Der konnte das schon immer ziemlich gut. Produziert Zigarren aus Tabak. Na gut, das stichhaltig. Oder andersrum. Vielleicht sollten wir unsere Truppen einfach dauerhaft auf Erkundung zum Robotron schicken, damit die im Falle einer Rebellion schon da sind. Ja. Das halte ich für eine ausgezeichnete Idee. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Der arme Kerl, wir machen uns immer lustig. Naja, komm, das kann er mal ein bisschen abhaben hier. Knallhart, weißt du. Komisch, ich habe das Gefühl, der Araskis mag dich nicht. Ach Quatsch, schon Blödsinn. Dass du wieder redest, du machst wieder alles schlecht. Totalitärer Staat, das klingt doch schon mal gut. Ne, was hatte ich denn? Polizeistaat war auch mal gut, ne? Ich habe Polizeistaat genommen, du hattest, glaube ich, ein totalitäres letzte Mal. Jeder Polizist überzeugt einen Wähler, für sie zu stimmen, das finde ich gut. Du kannst auch diese komische Demo. Keine Ahnung, wie das ausspricht. Ich kann kein Griechisch. Und dann Arbeit für alle, ne? Nee, was war denn das hier? Arbeit für alle, ja. Damit Kinderarbeit und höheres Rentenalter, Lebenserwartung und Arbeitszufriedenheit sinken. Nee, das wollen wir eigentlich nicht. Nee, glückliche Kindheit hatte ich, glaube ich. Höheres Rentenalter, normale Lebenserwartung und Arbeitszufriedenheit. Gut. Einwanderungsland. Vor allem stellen die sich dahin und erzählen dir was über das Rentenalter. Hat der Kenner was davon gesagt, dass die überhaupt Rente kriegen? Richtig. Das ist natürlich auch wieder wahr. Na? So. Tja. Also die Folge wäre jetzt quasi vorbei. Na dann würde ich sagen. Also ich gucke jetzt gerade mal meine Truppen, ob sie jetzt kurz bevor sie in die Kaserne einrücken, wieder umdrehen. Noch nicht. Enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Na gut. Dann dafür habe ich den Erfolg freigeschalten. Affenfass. Sehr gut. Ich denke ein erster Anfang. Wir verabschieden uns jetzt hier wieder von unserem kleinen tropischen Inselchen. Und ich habe wieder eine Wolle, glaube ich. Ja, echt? Ehrlich?
War es geklaut? Ja, genau. Bei Lukas hat geklaut. Ich verstehe immer nicht, wenn einer von euch immer in sein Mikro nuschelt. Verstehe also ich nicht. Bin mir noch immer perfekt. Naja. Also, jedenfalls, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Womit kann ich dienen? Und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nö. Ja, freilich. Also bis denn. Tschüss. Macht's gut und tschüss. Ciao.